Moin, moin! Gestern kam die Nachricht von Johnson und Johnson zum neuen Impfstoff, der durchaus schnell zur Verfügung stellen kann. Und dann, bam, Tech was back. Und zack, ging es nach oben. Äh, der technologielastige Index zog wie die anderen Indizes deutlich nach oben. Und wer den Dow gestern gesehen hat, ich habe gestern gedacht, ich traue meinen Augen überhaupt nicht. Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und zwar mit Schmackes, Holla <laughs> die Waldfee. Da ging einiges durch die Decken und da sehen wir auch einmal wieder, wir haben news-driven Markets. Was gut ist, wird gerne zum Kauf genutzt und das führt dann halt zu solchen starken Anstiegen, die wir haben. Und wenn wir dann sogar noch Follow-Through Days bekommen, yo. Leute, anschnallen, festhalten, auf geht's zu neuen Hochs. Das bleibt sehr spannend. Deswegen schauen wir heute mal auf den Nasdaq. Wir sehen's, Tech is back, der Nasdaq wieder unter Feuer. Die Frage ist nur, wie lange, ja? Wann setzt sich möglicherweise das Inflationsgespenst wieder durch? Weil wenn wir einfach mal schauen, wer beispielsweise in den letzten Tagen die Gewinner waren, während die technologielastigen Titel so abverkauft waren, da waren die Banken auch relativ weit vorne. Warum? Ganz klar: bessere Zinsen verbessert die Ertragslage der Banken ziemlich flott. Okay, das Thema ist da. Deswegen heißt das auch, wenn die Zinsen steigen, sind die letzten gespielten Angstszenarien für die Techs längst nicht vom Tisch, weil nur weil Johnson Johnson jetzt einen Impfstoff hat, der in Kürze für alle schnell verfügbar sein soll in den USA, heißt das noch lange nicht, dass plötzlich die steigenden Zinsen keine Probleme für die technologielastigen Aktien bedeutet. Deswegen muss man das immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Aber kurzfristig, da brummt der Ofen und wir schauen heute genau hin, wo wir wichtige Stellpunkte haben. Und damit, ja, kurz der Blick in die Jets. Facebook läuft. Moin, moin. Und in Zoom heute sogar. Klasse. Von ganz alleine. Guten Morgen, Grüße. Und sogar ein Wunschmarkt. Britisches Pfund kanadischer Dollar. Ah, der Kandler. Ich liebe das Teil momentan. Der ist wirklich auch sehr stark mit dem Öl unterwegs. Das schauen wir uns an. Hier an dieser Stelle natürlich gleich live in den Charts zuvor. Wie immer, der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier hinter mir geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Der Risikohinweis wird sich übrigens auch bald ein bisschen ändern. Ich hatte das ja versprochen: Thema Futures. Ich bin da am Arbeiten, dass das Thema hier rüberkommen kann. Es gibt da allerdings ein paar äh, Dinge noch zu regeln, die aus rechtlicher Sicht äh, quasi ordentlich auf die Beine gestellt werden äh, müssen. Und deswegen zieht sich das noch ein wenig hin, aber ich nehme ja die Futures jetzt mittlerweile schon immer mal auch ein bisschen rein. Es kommt bald, das wird wirklich schön, die ganze Ausweitung hier. Da freue ich mich riesig drüber, hier bald auch das Potpourri etwas weiter mit ausdehnen zu können. Wir hätten den Risikohinweis besprochen und was kommt als nächstes? Selbstredend der Blick auf die aktuellen Nachrichten und da sehen wir hier bei uns in Deutschland gab es 8 Uhr äh, die Information GfK Konsumklima in Deutschland und ich muss e ehrlich sagen, ich habe hier überhaupt nichts anderes erwartet außer eine nicht so schöne Zahl. Ne? Wir sehen es, äh, wir sind etwas besser als die Analystenwartung, aber ja, es sieht halt aus, wie es sieht, das Konsumklima in Deutschland ist, ähm, wie sagt man das so schön, etwas bescheiden. Warum? Ja, natürlich, ganz klar. Es ist alles so, die Leute wollen raus, die Leute wollen Geld ausgeben, die wollen konsumieren, aber sie dürfen nicht und deswegen ist die Stimmung einfach schlecht. Aber. Leute, schaut mal ins Fernsehen. Was haben wir am Wochenende gesehen? Die Sonne hat geschienen, die Leute waren draußen. Im Imbiss gab es ein Eis und ein Bier auf die Hand. Das war schick, die Leute waren alle happy. Das ist eine gute Voraussicht. Ne? Wenn wir hier in einer bösen, bösen Rezession wären, da wäre keiner rausgegangen und da hätte sich keiner freudig an den Stand gestellt und hätte für 3 Euro ein Eis gekauft. Ne? Da hätten die gesagt: Nee, die 3 Euro brauche ich mir im Brot zu kaufen. Also da sehen wir schon, die Konsumlaune ist zwar momentan hier nicht die beste, aber ähm, es wird sich ziemlich schnell wieder ändern wenn die Leute endlich wieder raus dürfen. Und es sieht ja momentan auch so aus, als wenn das irgendwo vor der Tür steht. Und deswegen denke ich, wird es auch in Zukunft eine gute Erholung geben auf dieser Seite, so wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben, als sozusagen hier die Covid-19-Beschränkungen wieder gelockert und aufgelöst worden sind. Da ging es ja plötzlich auch ziemlich schnell voran. Und das denke ich mal dieses Verhalten äh, wird sich in den Menschen nicht wirklich geändert haben zumindest nicht über die letzten Monate ansonsten was bekommen wir heute noch äh, ein paar Daten aus den USA Auftragseingang für langlebige Güter äh, und dann haben wir noch das Bruttoinlandsprodukt alles das um 14:30 Uhr zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wir wissen der Arbeitsmarkt ist angespannt hier die Prognose geht von 883.000 äh, Erstanträgen auf ist ein bisschen weniger als in der letzten Woche eine positive Überraschung wäre hier sehr, sehr gut. Aber wir wissen es: Der Arbeitsmarkt in den USA ist immer noch angespannt. Jetzt hören wir zuletzt von einer neuen Mutante in den USA. Mal schauen, was da draus wird. Solange wie die Impfstoffe wirken, dürfte das kein gigantisches Problem sein. Aber wir sehen es halt auch, wenn es aggressiver ist, was daraus werden kann, da kann es schnell mal wieder kurzfristigen Rückschlag geben. Wir werden sehen. Also mehr zum Thema ähm, der Entwicklungen hier auch zum Thema Inflation gibt es dann entsprechend morgen und da haben wir auch noch eine Frage zum DAO, ähm, wie man den einschätzen kann. Äh, da werde ich morgen entsprechend auch noch mal drauf eingehen, dass hier etwas weiter ausgeweitet. Wir gehen aber jetzt in die Charts rein. Das heißt, ich mache hier schon mal ähm, das Bild groß an dieser Stelle. Heißt also hier, ich bin weg und der Fokus äh, geht entsprechend aufs Bild. Zoom, kurzen Augenblick, zack, so, da haben wir es auch da. Das große Bild entsprechend vorhanden. Und wie schon gesagt, bevor wir jetzt hier in die Details reingehen, wer einen Wunschmarkt hat, los, raus damit in die Chats. Ich gehe gerne entsprechend darauf ein. Und wir schauen jetzt hier auf den NASDAQ. Ich lösche mal kurz die Linien hier mit einem Druckklick auf Entfernen für das große, große gesamte Bild. Und ich bin jetzt hier einmal wieder auf die große Zeiteinheit gegangen, ganz einfach, weil wir hier genug sehen. Ne? Man kann in den Charts natürlich mit vielen, vielen diversen Dingen arbeiten, mit sehr, sehr vielen Indikatoren, mit gleitenden Durchschnitten, mit Stochastik, mit MACD, mit RSI, mit allem Möglichen. Aber wer das lange genug macht, und das tue ich mittlerweile, der kommt irgendwann auch in die Situation zu sagen, ich brauche einfach nur den Chart. Ich muss einfach nur aussehen. Äh, ich muss einfach nur sehen. Wie das Feld ausschaut, und dann kann ich mich entsprechend ja positionieren. Und deswegen machen wir hier mal den nackten Blick, naja, nicht ganz, aber <laughs> den etwas ungetrübten äh, Blick auf den langfristigen Chart. Und wir sehen hier, wir haben einen intakten Aufwärtstrend auf Wochenbasis. Wir sehen auch ganz klar, äh, der ist in seiner korrektiven Phase. Der hat das Hoch bei 13.905 Punkten gehabt. Und wir haben hier in dem Bereich, wo wir gestern auch aufwärts gelupft sind bei oder vorgestern bei 12735 haben wir einen sehr sehr wichtigen Support und wir sehen halt auch an den Kerzen, die wir hier im Wochenchart haben, wir haben mittlerweile wieder so dieses etwas naja, ich will das jetzt nicht als Anomalie bezeichnen, aber wir sind halt wieder zurück in den ganz, ganz großen Schwankungsbreiten. Das ist, ähm, wie soll ich das sagen? Es, eigentlich ist es keine schlechte Nachricht, denn ähm, wir sehen ja hier, dass äh, in diesem Wochenchart lange, lange Kerzen immer mal drin gewesen sind und dann kam halt wieder eine Phase der Normalisierung, also wo wir quasi Kerzen auch bekommen haben, wo wir schön äh, innerhalb von äh, normalen Bewegungen auch gelaufen sind. Ne? Und dann haben wir aber immer diese Anomalie gehabt diese starken großen Kerzen so wie wir die jetzt auch in der aktuellen Handelswoche sehen und danach gab es zumindest in den letzten Wochen immer wieder eine normalisierung eine Rückkehr zu stetig laufenden Trends im kleineren auch und das ist das was hier die gute Nachricht ist äh, zumindest wenn der Markt das weiterspielt gehen wir nochmal kurz zurück auf das Thema der Trendsachen wichtig wäre jetzt natürlich einzusehen wie sich der Markt verhält und wir müssen an dieser Stelle ganz ganz klar nochmal auf das thema der chartunterseite eingehen auch wenn ich persönlich ein bulle bin also ich bin langfristig gerade ähm, an den aktienmärkten ein, ein, ein verfechter ähm, oder ich gehe langfristig davon aus dass die aktienmärkte steigen dass die indizes steigen ja das, weil einfach wenn die wirtschaft sich erholt langfristig macht die wirtschaft immer ähm, einen, einen wertzuwachs äh, und deswegen bin ich der bulle aber es gibt immer wieder die Korrekturphasen und wir haben es gesehen. Wir haben äh, sehr, sehr hohe Volatilitäten im Moment und die führten halt dazu, dass wir hier diesen Bereich äh, hier getestet haben und jetzt wieder ganz, ganz stark nach oben angestiegen sind. Und wir sehen auch, wie sich diese Kerze bewegt. Gerade äh, ist hier dieser kleine schwarze Bereich wieder ein Stückchen kleiner geworden. Also man knappert hier sozusagen ab. Das ist eine massive Umkehr. Ähm, aber die Unterseite ist noch nicht vom Tisch. Das heißt, an dieser Stelle, wir müssen mal noch schauen, wo Auffangbereiche sind. für eine mögliche Ausdehnung der korrektiven Phase. Also sollten wir hier wirklich rumdrehen, also von oben irgendwo abprallen und quasi hier auf Tagesbasis dann ein, 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 ein Doppeltop oder sinkende Hochs machen, müssen wir uns mit der Unterseite beschäftigen. Ganz kurzfristig dann natürlich hier wieder die 12.735, aber ähm, wir haben halt hier noch ein paar schöne Auffangpunkte und die sind, die sind zwar aus äh, aktueller Sicht ein ganzes Stückchen weit weg, aber es ist halt ein ziemlich starkes Band hier. 12.465, das ist hier drüben der Ausbruch auf die neuen Hochs gewesen hier und kurz drunter der Richtungswechsel 12.250 Zähler. Das sind mal so die Marker, die wir hier unten drunter haben. Ich mag jetzt gar nicht auf die 10.960 äh, eingehen. Das ist ein dicker Supportbereich hier. Der ist ganz klein. Klar, das wäre dann sozusagen auch mal 100% Korrektur. Das will ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht besprechen. Wir sind heute positiv. Tech is back, habe ich geschrieben. Crashgefahr ist zwar noch nicht vom Tisch, aber das mal das große Bild. Also, das heißt, wir sind momentan auf einem guten Weg zur Oberseite rauf. Das ist auch das, was wir schön im Tageschart sehen können. Hier schaut mal euch das Ganze an. Hier diese massive Aufverkaufkerze. Vom äh, Dienstag dann gestern hier, der Mittwoch auch schön positiv und jetzt kommt es halt drauf an, wie es weitergeht und das ist jetzt das Wichtige. Das ist das für den, sag ich mal, kurzfristigen Spaß. Ja, wir gucken jetzt mal kurz hier in den Intraday-Bereich rein und da gucken wir hier mal in den Stundenchart und im Stundenchart sehen wir halt. Um, und das ist das, warum ich das auch im, äh, im, im Blog-Eintrag von Tickmills täglichen Trading-Ideen geschrieben habe. Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis. Ja? Und Kühe können sich ja auf Eis nicht so wirklich gut bewegen. Heißt, was brauchen wir? Wir müssen über die 13,340 oben drüber. Also, das, was ich hier geschrieben habe, beziehungsweise einskizziert habe, das ist ein extrem wichtiges Level an dieser Stelle. Und zwar, ich skizziere mal ganz kurz, warum dieses Level so extrem wichtig ist. Und zwar, schaut mal hier, wir haben den großen Abwärtsrutsch gehabt. Dann hatten wir hier an dieser Stelle die Korrektur und die lief hier oben rein. Und wir sehen hier in dieser Korrektur, die wir hier gehabt haben, lief es auch um die 13.340. So, dann ging es ziemlich stark nach unten, ein, Schritt, ein Rutsch durch. Das hier übrigens ist der Bewegungsarm nach unten hin in der Lesweise. Also hier Außenstab, das ist alles Innengeplänkel. Hier ging es nach unten. Ich ignoriere sowas aber nicht komplett. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber der Grund, äh, warum das für mich jetzt nicht äh, diese, diese gleiche Bedeutung hat wie das hier oben, der liegt darin, dass wir, wartet mal, ich skizziere das mal kurz in Blau, dass wir zwar hier eine Korrektur gehabt haben. Hier ging es nach unten und dann sind wir hier nach oben gelaufen und haben dann sozusagen aus technischer Sicht hier einen Aufwärtstrend gemacht. Ne? Der war auch da. Nur dann ist, sind wir technisch wieder drunter gerutscht. Ja? Und ganz klar ist eins, wer das Ganze hier technisch so extrem sieht, dass das auch gilt, der muss auch technisch sagen, Leute, der Aufwärtstrend hier war gebrochen. Ja? Wir sind dann drunter gefallen und wir haben es jetzt gerade mal geschafft wieder einen aufwärtstrend zu machen der hier oben reingelaufen ist. also rum wie numm egal wie man das ganze sieht das hier oben ist momentan das alles entscheidende level. fliegen wir darüber da haben wir dann sehr sehr gute karten hochzulaufen. der nächste anlaufpunkt den wir hier an dieser stelle haben der wäre mal dieses level hier. Das ist ein Schwungbereich. Schaut mal, wir haben hier an dieser Stelle ein kleines Zwischenhoch aus dieser Abwärtssequenz hier. Das haben wir um die 13.450. Und dann haben wir hier die Trendfortsetzung gehabt aus dem größeren Schub nach unten hier. Das ist die Marke von 13.465. Also, das ist wieder mal so ein ganz, ganz klassischer Bereich. Und wenn auch der rausgenommen wird, dann haben wir wirklich sehr schön Bullish. Dann haben wir sehr, sehr schön einen Follow-Through-Day zu dem, was wir hier gestern gesehen haben. Und schaut mal, wo wir uns da nicht alles orientieren können. An den schönen entsprechenden Zwischenhochs. Und das sind doch sehr, sehr gute Nachrichten hier auf dieser Seite. Nächste Anlaufpunkte. 13.630, 13.730. Und dann natürlich noch hier oben das Hoch. Ich hoffe, das kann man jetzt im Video äh, relativ gut sehen. Die Marke von 13.790. Das ist mal ganz klar und ganz ganz klassisch die Long-Seite, die wir da oben auf der Uhr mit haben und das ist dann halt ganz klar die Umkehr und der Weg zum Allzeithoch und da kommt es halt wirklich drauf an, wenn der Markt das tatsächlich spielt, dass wir wirklich schön nach oben durchlaufen. Das ist quasi die Long-Seite. So, jetzt gehen wir allerdings noch mal auf die Gefahr ein. Die dürfen wir aktuell nämlich noch nicht ganz ausblenden und das ist gerade für die kurzfristigen Trader auch eine Chance. Also diejenigen, die diesen Schub nach oben verpasst haben ähm, und sich sagen, wir warten jetzt mal ab, was überhaupt bekommt und wir bekommen vielleicht sogar noch eine Chance wieder auf die Unterseite. Mich persönlich würde das absolut nicht wundern. Denen zeige ich jetzt auch mal, warum ich dieses Szenario aus aktueller Sicht definitiv noch nicht ausschließe. Denn wir sind hier groß Korrektur, also Bewegung, Korrektur. Hier unten rein, da sehen wir es schön, der Weg nach unten. Das ist jetzt mal das Bild, was wir hier haben. Zack, schön oben rauf und dann schön hier unten rein. Ja, man kann das auch komplett runterziehen. Alles jetzt kein großartiges Problem. Warum kann man das komplett runterziehen? Weil der Tageschatt halt hier so massiv runtergelaufen ist. Das ändert an dem ganz, ganz großen Bild nichts, aber. Wir müssen halt einfach sehen, deswegen habe ich diese Linie hier oben auch dick gemacht, dieser Bereich hier oben, die 13.730, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Level. Ja? Und solange, wie wir sozusagen so wichtige Marker nicht rausnehmen, beziehungsweise dort der Markt immer rumdreht und dann plötzlich ähm, äh, wieder in die Tiefe dreht, das wäre halt das Wichtige an dieser Stelle. Und solange, wie wir im Kleinen jetzt nicht hier... Über dieses Level drüber laufen, ist halt immer noch zumindest kurzfristig die Gefahr da, dass der Markt runterläuft. Und wenn wir das entsprechend sehen, ja, dann haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, die Shortseite zu planen. Denn hier an dieser Stelle, ich mache es mal kurz rein, den kleineren Zeitrahmen. Hier, da sehen wir das, das ist das Hin- und Hergezappel. Der kleinere Trend hat hier unten in diesem Bereich sein Tief. Das heißt, entsprechend, Moment, ich zeichne das mal kurz anders rein. Dieses Level, was wir hier an dieser Stelle haben, das ist schon wichtig. Und wenn wir jetzt hier den Abprall sehen, dann kommen wir nicht umhin. Dann müssen wir uns kurzfristig mal mit dem beschäftigen, was wir hier quasi nach oben hin laufen haben. Und das brauchen wir. Für die kurzfristige Betrachtung. Ich mache das Band mal kurz blau hier oder die Linie, dann mache ich mal die Trenderkennung raus und dann gehen wir mal für die kleinen Zeiteinheiten in den 5-Minuten-Chart. Das ist das, was für den Intraday-Bereich auch eine wichtige Marke ist. Hier an dieser Stelle, wir sehen es hier, das ist der Markt, der nach oben lief. Hier, das ist der Trend zur Oberseite hin und wie schon gesagt, wenn wir Quasi dieses Level hier, wo wir uns gerade befinden, rausnehmen, sozusagen den Kampf um die 13.300-Punkte-Marke verlieren. Was sehen wir da? Wir sehen ganz klar hier an dieser Stelle jetzt, wenn wir hier aus dieser Sequenz nicht hier drüber laufen, sondern eher die Unterseite bespielen. Dann haben wir einen neuen Abwärtstrend im Kleinen und da wird es dann halt interessant, das Ganze zur Unterseite hin mit zu betreuen. Und da muss man einfach schauen, ähm, wo das Ganze hingeht. Und jetzt suchen wir uns an dieser Stelle einfach mal die entsprechenden Anlauflevel, die wir hier haben. Da können wir uns an wichtigen Chartmarken orientieren. Das heißt, das wäre zunächst mal natürlich hier. Dieser Drehbereich, den sehen wir in den fünf Minuten gut. Allerdings ist das natürlich ein extrem naher Bereich. Also da, da geht es dann bald in Skyping rein, wenn man so enge Bereiche mitziehen möchte. Weitere Schritte zur Unterseite hin, die sind natürlich da. Und da können wir uns wirklich, wenn wir uns den Trendverlauf hier mal anschauen, hier an diesen wichtigen Marken orientieren. Also hier ging es hoch, dann hat man hier das Korrekturtief grob um die 13.216 Punkte. Hier haben wir noch ein Trendtief, ein Aufwärtstief gehabt hier an dieser Stelle. Grob die Marke um die 13.180. Und dann ist schon wieder etwas mehr Luft hier haben wir noch ein bei 13150 und dann ist der nächste erst hier unten in diesem Bereich jetzt muss ich mal kurz schauen, da mache ich mal den Zeitrahmen aus, dass wir hier die richtigen Marken treffen, also hier, das ist ungefähr das Level um die 13047 Punkte. Da sehen wir, was da da ist und diese Marker sind bei den aktuellen Schwankungsbreiten Überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sowas dann ähm, sozusagen angenommen wird. Und da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, was der Markt hier spielt. Ne? Kaufen wir die Stärke von gestern weiter auf, müssen wir uns nach oben orientieren. Da kommt dann das Setup zum Spielen, was ich gerade hier vorgespielt habe oder vorgestellt habe. Prallen wir allerdings nachhaltig hier von der 1343 ab, dann müssen wir uns ganz klar entsprechend mit der Unterseite hier im Chart befassen. Und da haben wir selbst auf dem Weg zu diesem größeren Support hier. Mal bezogen nur auf diese Aufwärtsbewegung, die wir dann entsprechend gestern ähm, und vorgestern auch gesehen haben. Da haben wir schon ein paar schöne Anlaufmarken, die wir hier nehmen können, ohne die Entscheidung nachhaltig aus dem Markt zu nehmen müssen, dass wir wirklich hier durchfallen. Das wäre dann wirklich nur das klassische Abreißszenario und das schauen wir uns dann an. Und diese Schwäche übrigens möchte ich mal ganz kurz noch zeigen. Das ist auch das, was wir, äh, wenn wir umschalten, mal kurz auf den DAX. Ähm, da sehen wir es auch. Der Markt ist jetzt schön hochgelaufen und wir kommen hier auch so ein kleines bisschen zurück. Das heißt, wenn wir uns den DAX mal kurz anschauen wollen, da sehen wir das gleiche schön, die Aufwärtssequenz hier nach oben da. Und wenn wir uns hier den letzten Schub mal im DAX noch mit anschauen wollen, also das, was hier schön nach oben gelaufen ist und das auch mal für den kleinen Bereich sehen wollen, dann müssen wir halt wirklich auch einfach sehen, wir haben auf der Oberseite Chancen, ja. Und was auch schön zu sehen ist, wir haben im DAX schon einen ganz, ganz wichtigen Bereich rausgenommen, nämlich diesen. Hier diesen Schwungbereich zwischen äh, oder um die 14.000 Punkte Marke. Wir sind jetzt wieder deutlich nach oben drauf gelaufen. Also schön die Aufwärtsdynamik von unten rauf und wir haben natürlich hier den Abwärtstrend entsprechend rausgenommen. Schaut mal hier. Die Trend hoch sind geflogen. Das heißt, wir sind schön in der Aufwärtsphase da. Und damit haben wir jetzt natürlich schön die Chance, oben auch reinzulaufen. Also hier, wenn man das mal nimmt, Thema Trendfortsetzung. Wir sehen es auch hier. Das, wo wir dort gerade stehen, auch hier, das ist ein sehr, sehr wichtiger Wendebereich. Und wenn wir den wegnehmen, dann haben wir durchaus gute Chancen, oben raufzulaufen. Erstmal auf die 14.154. Vorgaben aus Asien sind ja auch relativ gut. Also Chancen haben wir da an dieser Stelle schon. Sollte es allerdings wieder zu einem plötzlichen Abverkauf kommen, dann könnten wir durchaus weiter die Unterseite sehen. Und da gehen wir mal ganz kurz auch hier im DAX auf die Unterseite rauf. Das heißt, wenn wir hier plötzlich sehen, hier an dieser Stelle, dass wir hier. Diese Aufwärtssequenz rausnehmen, also genau diesen Bereich hier an dieser Stelle, dass wir die 14.000-Punkte-Marke wieder abverkaufen. Das ist die Unterseite dann und wir sehen es halt hier in den fünf Minuten. Ich skizziere es mal kurz ein. Hier ist schon ein kleiner Trend da, ähm, der ist aber wirklich sehr, sehr hauchfeiner. Das ist alles hier Schub nach unten, ewige Seitwärtsbewegung, dann der Rutsch. Also das ist mal die erste initiale Bewegung sozusagen gewesen. Jetzt sehen wir hier die Korrektur und sollte diese Korrektur tatsächlich wieder umdrehen zur Unterseite hin, Möglicherweise hier in dem Bereich um die 14.058 Punkte mark und nach unten schieben, dann haben wir ganz klassisch hier im 5-Minuten-Chart erstmal einen Abwärtstrend, der da ist. Und äh, da kommt es jetzt wirklich ganz klassisch drauf an, was der am Trendtief macht bei den 5 Minuten. Das Trendtief ist ja äh, sozusagen auch da. Ich zeige es mal ganz kurz ein. Hier hat man das, die letzte Korrektur, sozusagen dort unten rein. Und wenn wir das Ganze mal äh, sehen, wollen wir hier also die Korrektur. Und dann die Bewegung, wenn wir hier unter diesem Bereich hier drunter laufen, hier, das ist dieses Level, ähm, dann haben wir hier den Aufwärtstrend rausgenommen und dann können wir uns auf der Unterseite entsprechend orientieren und die Unterseite sieht dann halt aus hier an diesen Stellen. Also wenn wir hier drunter laufen, unter dieses Level hier in diesem Bereich, dann können wir runter und da haben wir hier ein paar Swinglos hier. In diesem Bereich 13.900 und in die 80. Knapp drunter ist auch noch einer hier. Das kleine 13.975. Und dann, dann ist halt wieder Luft da. Ne? Und das wäre dann halt erst das nächste hier unten in diesem Bereich zu sehen, um die 13.890 Punkte. -Marke. Also dann wären die 13.900 definitiv wieder etwas, das interessant wird für die Märkte. Also das sehen wir hier an dieser Stelle mit Blick in den DAX. Ähm, hier bekommen wir noch kurz eine Frage zu den Analysen. Ähm, und zwar, welche Charts schaust du dir primär an? Woche, Tag, Stunde, 30 Minuten. Primär. Also. Für das, was ich hier morgens in den Analysen auch immer mache, um mir das Bild auch zu machen, um mich für den Handelstag vorzubereiten, ähm, gibt für mich zunächst erstmal der Blick in den Tag eine wichtige Richtung. Ähm, und wenn wir dort Verordnungen sehen, die an wichtigen Stellen sind, dann äh, gehe ich entweder eine Zeiteinheit höher, um nur erstmal um zu sehen, wie extrem wichtig diese Verordnung ist. Ähm, wenn ich dort nichts weiter sehe, äh, dann oder selbst wenn ich dort was sehe, wechsle ich dann in die kleineren Zeiteinheiten, also dann sozusagen in die Stunde rein. Und wenn mir die Stunde hier sozusagen die Richtung dann vorgibt, dann geht es nochmal ein Stückchen kleiner für das, für das ganz kurzfristige Bild. Das geht dann halt sozusagen dann in die Relation zu der Stunde ähm, und dann gehe ich halt in die 10 Minuten äh, bzw. in die 5 Minuten rein. Bei den Währungen ist es ein bisschen anders. Dort schaue ich sozusagen äh, gerne dann mal in die vier Stunden rein, äh, weil die ja durchticken in der Regel äh, auch äh, der NASDAQ oder ähnliches, die laufen natürlich auch mehr als ein klassischer Handelstag, aber da spielt für mich eher äh, die Stunde die Rolle. Also man kann sagen bei den Indizes und bei den Rohstoffen. Äh, habe ich Tag Woche Stunde und dann geht's noch mal kleiner, wenn es überhaupt nötig ist. Ähm, bei den Währungen ist es ähm, auch der Tag. Äh, da sind es dann meistens allerdings die vier Stunden. Manchmal auch die Stunde, aber die vier Stunden sind dort eher nachhaltiger an dieser Stelle zu sehen. Also das ist so der Weg, wie ich mir den, das Bild hier an dieser Stelle auch mit mache. So, jetzt gehen wir mal zu den Wunschmärkten. Da kommt auch einiges rüber geflogen. Ich hatte ja schon gesagt, britisches Pfund, kanadischer Dollar wird gesucht. Und dann haben wir noch Austral-Dollar, US-Dollar. Leute, ihr habt aber heute wieder schöne Fragen. Super, ihr guckt genau äh, auf die Werte, äh, wo die Musik auch am Laufen ist. Wir starten mal durch. Die erste Frage haben wir gehabt: britisches Pfund, kanadischer äh, Dollar. So, ich glaube, den haben wir gestern schon gehabt. Wartet mal kurz. Das muss ich mal kurz aufmachen hier. Fenster alle anordnen. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Jo, haben wir doch Na, ein bisschen durcheinander hier, aber geht. Schön. Vier Stunden Chart. Ne? Das sehen wir doch mal wieder. Wir gehen mal kurz in den Tag hier rein und wir sehen es, was hier gestern passiert ist. Wir sind über wichtige Marker drüber. Ich habe es ja äh, auch schon mal gesagt, hier oben dieses Level um die naja knapp 177 das war ein wichtiges Level da sind wir deutlich drüber gelaufen und gestern hat der Markt dann plötzlich Angst bekommen. Uhuhuhu. das sehen wir an dieser an dieser ganz ganz heftigen Kerze ne? Das ist ganz, ganz stark an dieser Stelle. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, dann sehen wir halt, dass dieser Schub zur Unterseite, den wir da gehabt haben, der kam von einer Schwäche im, ich gucke gerade mal auf den oberen Monitor, im britischen Pfund. Der britische Pfund hat gestern ziemlich stark abverkauft und das kanadische Dollar wird stärker oder der kanadische Dollar wird stärker. Wartet mal, ich zeige euch das mal ganz kurz hier an dieser Stelle, worauf ich da schaue. Hier an diesen Punkten. Moment. So. so, schaut mal. Fund gestern, Spike ritt nach unten, Fund schwächer geworden, dollar zieht weiter hoch. Das heißt, wir haben einen schwächeren Fund und einen stärkeren Dollar und aus diesem Grund geht es hier im britischen Fund dollar rund und zwar zur Unterseite. Ne? Ein schwächerer Pfund, ein stärkerer Kandollar, zeigt halt hier die Preisleiste zur Unterseite wird da. Was sehen wir? Momentan Korrektur äh, in dem laufenden Aufwärtstrend, den wir hier drinnen haben. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant. Wir sehen das hier im Tageschart auch schon. Hier unten dieses Zwischentief, grob um die 1,76, ein paar in eine 50, 53, 54. Das ist jetzt der wichtige Bereich. Deswegen schauen wir mal hier in die vier Stunden rein. Schaut mal, das ist jetzt das Level. Wenn das rausgenommen wird, dann ist der Aufwärtstrend, den wir vorher gehabt haben, ähm, technisch gebrochen. Heißt also, der Markt ist eher zur Unterseite unterwegs. Und das sehen wir auch relativ schön. Schaut euch das mal an. Hier, das war die letzte Bewegung nach oben. Hier unten ist das Trend tief. Und was wir jetzt an dieser Stelle sehen, ist die Tatsache hier, wir sind unterwegs nach unten. Das war gestern. Das ist jetzt die Konsolidierung, die wir hier sehen. Und wenn wir hier tatsächlich nicht über die 177 drüber hinauskommen, sondern abfallen, haben wir einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend, der kann dann nach unten skalieren. Und die Anlaufpunkte sehen wir auch schon. Da hat sich nicht wirklich was geändert an dieser Stelle. Das heißt, die Unterseite hier im Chart, die haben wir dann ganz klar hier. Die Zwischentiefs, die sind da von den Schwungbereichen. Hier die 17580, hier unten die 1,75, 18, 20 hier in diesem Drehbereich rum. Und dann haben wir da unten schon das nächste bei 1,74, 78. Und dann stehen wir da unten bei 1,73, 50. Das sind mal Anlaufpunkte. Und wenn wir das mal in den Kontext zu diesem Tageschart sehen, sind das halt genau die Anlaufpunkte, die wir hier in diesem Bewegungsarm nach oben hatten und das sind häufig wirklich richtig gute Marker als Anlauf. Aber ich sage an dieser Stelle auch bitte nicht vergessen: Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ja, also wir haben in den vier Stunden noch keinen Abwärtstrend und der Bewegungsarm ist noch nicht gebrochen. Also deswegen cool bleiben, den Trade planen. Und dann auf die Lauer legen, wenn es runtergeht. Das heißt, brechen wir unten drunter durch, wäre das genau das, was wir sehen, die korrektive Phase. Ne? Wir sind ja hier schon mal ganz kurz drunter gelupft. Also technisch ist es da, aber wir müssen halt runter, das Tief hier rausnehmen. Ne? Passiert das nicht? Und das ist jetzt wirklich das Interessante. Da gehen wir noch mal kurz in den 15-Minuten-Chart. Sehen wir nämlich was echt genial interessant ist, dann können wir uns ziemlich schnell wieder äh, der Oberseite nähern, das ist nämlich immer so dieser Drehbereich hier unten, um die alten Kaufbereiche, wenn wir dort plötzlich wieder Stärke auch reinbekommen, das ist dann nämlich das Interessante und das ist das, wo ich sage, das ist der riesengroße Vorteil, wenn ihr wirklich am Desk sitzt und das beobachten könnt, äh, dann könnt ihr euch ganz klar sagen, wenn wir wieder steigen, haben wir einen Aufwärtstrend und der ist dann halt da und dann haben wir die Umkehrsignal, das wäre dann ganz klar klassisch die Umkehr der Nachfrage und das ist das, was wir hier an dieser Stelle jetzt auch sehen können, auch das skizziere ich nochmal ganz kurz ein äh, an diesem Punkt hier. Guckt euch das mal an, das ist das, was wir hier sehen. Also hier, die letzte Abwärtssequenz, die Korrektur, die Gegenbewegung, bezeichnet es wie ihr wollt, lief halt so jetzt ab. So, da war das Zwischentief ähm, und jetzt wird es interessant. Denn wenn wir einen Anstieg bekommen, der hier drüber läuft, ist kurzfristig. Erst einmal die Umkehr der Nachfrage initiiert. Und wenn wir dann noch sowas bekommen, ähm, das wäre dann echt interessant. Und da ist es dann halt schön zu sehen, wenn man beispielsweise auch so ein Level hier rausnimmt. Dann haben wir nämlich einmal den Trend hier nach unten gebrochen und wir haben ein wichtiges Verkaufslevel aus dem Markt genommen. Das spricht dann eher für die Wiederaufnahme der vorangegangenen Bewegung zur Oberseite hin. Und dann kann man sich schön nach oben hinlegen, das heißt, wichtige Marker, wichtige Level jetzt hier im Kurzfristbereich wären mal natürlich hier das kleine Zwischenhoch da oben um die 1,77, 11, 12 in etwa rum, dann hier dieser, dieser Drehbereich, ja, das, das kann man immer nicht so genau auf einen Pip festmachen, das ist halt einfach ein Schwankungsbereich irgendwo hier unten zwischen 1,77, 30 und 1,77, 37 in diesem Drehbereich rum, jo, und dann haben wir sie schon, die Zwischenhochs. Einmal hier oben das Level um die 1,7778. Und dann hier da oben steht Da der kleine Zacker oben drüber, die Marke von 1,78. Und dann können wir weiter nach oben gehen. Also durchaus interessant, aber es muss erstmal stärker reinkommen, um nach oben zu laufen. Und wenn das nicht passiert, Leute, wirklich, dann haben wir den bestätigten Abwärtstrend in den vier Stunden. Und wenn der hier unten das Ganze rausnimmt und Tschüss. Kann man dann sagen. Ne? Also, britisches Pfund, dollar ebenfalls in Ruhe besprochen. Und wir schauen jetzt noch auf das Währungspaar Australdollar US-Dollar hier an dieser Stelle. Da ist auch ordentlich Druck drauf auf dem Markt. Jetzt muss ich noch mal schauen, da ist er hin. Vier-Stunden-Chart, da sehen wir. Die Bullen sind absolut am Drücker. Wir schauen uns das Ganze mal eben kurz im Tag an. Da sehen wir auch, die Korrektur ist hier gelaufen und der Markt läuft schön oben rein. Und wir sehen halt hier auch, dass das Widerstandslevel hier unten komplett rausgenommen wurde. Wartet mal, ich räume den Chart mal so ein bisschen auf, dass wir ein bisschen besser sehen können, was hier los ist. Ähm, die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie weit, äh, wie viel Potenzial hat das Ganze noch? Denn wir sehen ja auch unten drunter, es schwingt schön hin und her. Das ist gut zu sehen ähm, und wenn wir hier einfach mal kurz die letzte äh, die Korrektur ausmessen wollen hier an dieser Stelle also ganz klassisch wirklich wenn man da nicht genau weiß wo es hingehen kann einfach hier unten das Ganze ausmessen und den Spaß dann oben drauf setzen und da sehen wir aus rein technischer Sicht das ist so eine klassische über den Daumen Regel ist mal locker Platz hier oben bis in den Bereich 181 das ist das was wir jetzt hier im Tageschart sehen nur in diesem Tageschart ist halt auch eins wichtig. Wir sehen hinten nicht genug Historie. Deswegen, das ist dann so ein Bild, da schaue ich mir gerne mal die Woche an. Das geht so ein bisschen auf die Frage zurück von Manfred. Manfred, schau mal hier. Wo wir reingelaufen sind. Wir sind hier über eine wichtige Marke drüber gelaufen. Deswegen liegt hier die, die 079 noch drinnen. Ähm, nächste Anlaufpunkte nach oben. Hier oben, wir sehen es. Da oben, dieses Level hier ist ein wichtiges äh, Verkaufslevel. Dort oben hat einiges stattgefunden. Hier auch im größeren Bereich. Das heißt, das ist hier mal so das Level. Hier oben um grob, bitte auch nicht zu so genau nehmen, äh, die 81, 081, 30, 35, das ist wichtig. Das kann man auch noch weiter nach hinten ziehen. Schaut mal hier, also dieses Level da oben hat schon sehr, sehr oft eine Rolle gespielt. Und wenn wir uns da mal ähm, kurz anschauen wollen, warum das so wichtig ist, dass man auch in die größeren Zeiteinheiten schaut, da sieht man halt auch an diesen Marken, werden die ganz, ganz großen Händler oft aktiv und die begleiten dann lange, lange Schübe nach unten. Ähm, und wenn wir uns das mal anschauen wollen, dann sehen wir, halt dass äh, jetzt hier schon ein recht recht äh, hoher Bereich erreicht wird und da stellt sich dann halt die Frage geht es einfach weiter oder nicht? ja aber auf der Basis auch immer die Entscheidung zu treffen: Haben wir einen intakten Trend oder nicht Und wir haben einen intakten Trend. Wir haben den hier auf der Woche, wir haben den im Tag, wir haben den in den vier Stunden also wir haben überall schön die Aufwärtstrends da und solange wie die nach oben laufen, bleibt es auch so. Wichtig ist hier zu schauen, was passiert an diesen Marken hier oben, ne? nimmt der Markt dort mal ein bisschen Rücklauf weg, dann bitte eins machen, die letzte Bewegung anschauen, ne? ich will jetzt hier gar kein Short-Szenario planen, nur einfach mal sagen, Luft nach oben ist noch da, ja, kein Problem, der 4-Stunden-Trend ist auch absolut intakt, da gibt es nichts zu zu sagen, hier im Großen, wie auch im Kleinen, alles schön intakt, schöner Aufwärtstrend. Und solange wieder läuft, ist das gut. Wenn wir uns allerdings solchen wichtigen Leveln äh, nähern, wie ich gerade gesagt habe, hier im Tagesschatt, und wir sehen hier plötzlich im Bewegungsarm eine Schwäche, dann könnte man unter Umständen mal so ein bisschen auf die Idee kommen, die Shortseite zu generieren. Aus jetziger Sicht müssten wir dazu allerdings erstmal hier unter die 0,79 fallen und dann kann man so ein bisschen planen, was reingeht. Aber wie schon gesagt, es ist ein sehr, sehr starker Markt, der eher die Oberseite bespielt. Das heißt, hier. Kleine Korrekturen bis unten rein in die 79 sind eher Chancen, in den Rücksetzer reinzugreifen, weil das Potenzial nach oben ja noch da ist. Also gut hinschauen ist auch hier die Devise, um das Ganze mit reinzunehmen. Das der Blick in Australdollar-US-Dollar. -Dollar. Und damit haben wir es hier. 7 nach 9, und an dieser Stelle sind keine weiteren Fragen da. Das heißt, ich sage an diesen Punkten wie immer Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Diejenigen, die das Video auch im Nachgang schauen, bei Fragen gerne auch an mich menden. Alle auch. Gerne weiterempfehlen. Wenn es gefällt, bitte einfach hier der Facebook-Seite von Tigme Deutsch ein Like geben, wer es noch nicht gemacht hat. Oder zu den entsprechenden Morning Briefings mit anmelden. Und wenn ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte, einfach die Weiterempfehlung geben. Kostet nichts, bringt eine Menge. Das weiß ich aus den Rückmeldungen und aus dem eigenen Trading. Von der Seite her würde ich mich freuen. Bis dahin alles. Ja, weitermachen, den Trade planen, den Plan traden und dann läuft das. Bis morgen! Ciao